Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Derail Valley. Ja, wir sind nicht mehr am Hafen. Wir sind jetzt in der Maschinenfabrik und Stadt, glaube ich, heißt es hier. Und ja, ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft. Und zwar den Kollegen hier. Der ist nicht gerade schnell, aber dafür kann ich die M3 recht gut ziehen. Und ich würde sagen, mit der Rangierlokomotive werden wir auch heute hier mal ein bisschen rangieren. Ich bin gerade vom Hafen gekommen mit den Sachen hier. Das hat knapp 90 Minuten gedauert. Und ich dachte mir, das tue ich euch mal nicht an, diese lange Zugfahrt. Wir werden aber noch lange Zugfahrten machen, keine Sorge. Aber heute geht es mal um die Lok hier und wie die zum Fahren ist. Denn, mal sehen, mal reingehen. Diese Lok hat eine Gangschaltung. Und zwar, wir haben 8 Gänge. Und wenn man die auch nicht richtig reintut, dann macht man die Lok kaputt. Habe ich schon ausprobiert. Funktioniert voll super, wenn man da hier falsch schaltet. Ja, dann haben wir noch eine manuelle Bremse. Das soll heißen, wir haben hier keine Stufen, sondern wir müssen das dann selber einstellen. Und ansonsten, eigentlich ist hier so ziemlich alles manuell. Schaut ein bisschen heruntergekommen aus. Aber sie fährt noch. Eventuell werde ich mir da mal ein Skin oder sowas holen, dass das hier nicht so abgeranzt aussieht. Weil das ist doch ein bisschen sehr arg abgeranzt. Na gut. Als erstes werden wir uns hier mal einen Job suchen. Ja, ich habe noch ein paar Sachen gekauft. Einerseits Zuglänge und Rangieren. Und die DM3 habe ich da noch abgelegt. Und das war der Auftragsabschluss. 98 Minuten hat das dann gedauert. Oder? Na, 67, Entschuldigung. Oder? Wie ist es zum Lesen? Verstrichene Zeit. 67 Minuten. Bis 98 kriege ich einen Bonus, glaube ich. Irgendwie so. Na gut. Also, Rangieraufgaben haben wir einiges. Was bringt denn am meisten Geld? 12.000, 7.000 oder irgendwas Langes? Eine Ablieferung, zwei Ablieferungen, drei Ablieferungen. Ach, westliche Eisenerzmine, das wäre noch zum Wegfahren. Wo ist denn das? IMW. Das wäre ja gar nicht mal so weit weg. 108 Minuten, das ist 72 Minuten. Hafen, Stadt, Maschinenfabrik und Start. Eine Ablieferung. Entlade, guck meine Elektrogeräte aus dem Zug und stelle ihn ab. Nachdem das recht viel Wagen sind, glaube ich, probieren wir das mal. Haben wir da noch ein paar Details dazu? Nee. Okay. Also, kuppen Sie folgende Wagen an Ihrem Bahnhof ins Gleis C31. Entlade Güter von den folgenden Wagen im Bahnhof in Gleis C1L. C3I, C1L. Ich glaube, bei C stehe ich auch gerade. Mal gucken. Das ist C1L. Hier soll man entladen. C3I. Ah, das sind die Wagen gerade nebenan. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Abgekuppelt habe ich hier schon. Alles klar. Ah, wobei. Habe ich auch hier das Ventil zu? Ja, perfekt. Okay. Wir machen die Elektrik an. Anlasser ist schon an. Wir sind in neutral. Alles klar. Perfekt. Warum blinkst du? Irgendwas. Ach so. Deswegen. Mal ganz kurz einen Test machen. Das funzt. Hä? Warum blinkst du? Deswegen. Okay, weil die Handbremse drin war. Alles klar. Hier sieht es so aus, als wenn auch mal so Steuerungselemente hier gewesen wären. Jetzt aber nicht mehr da. Wir haben sogar eine Motorbremse. Das ist neu. So, wir starten im ersten Gang. Das ist unten, unten. Wir gehen nach vorne rein und sobald hier der Richtungssender drin ist, fängt die schon an, langsam loszufahren. Ah, das sieht schön aus. Okay, dann
Geben wir mal ein bisschen Gas. Erster Gang. Zweiter Gang. Dritter Gang. Und vierter Gang. Also man kann auch mit einem höheren Gang losfahren, so ist es nicht. So, das reicht jetzt eh auch schon. So, und auf gar keinen Fall zu früh runterschalten hier. Ich brauche mal der Gerät hier. Wieso geht das nicht? Achso, Weiche. Einmal hier rüber. So, und ich würde sagen, wir starten mal den Gang hier. Bremse ist noch dran. So. Dann düsen wir. Also wenn die nichts am Haken hat, die zieht so schnell weg. So, klein Stückchen noch. Das war vielleicht ein bisschen fester. War jetzt ein Schaden hier dran? Nee, 100%. Der Look? 100%. Ah, da war es gerade noch gut genug. Sederle. Als erstes, du hier ran. Du da ran. Du gehst auf. So, und bei irgendeinem von den Kollegen, beziehungsweise wir müssen die Wagen kontrollieren. Wir haben ja 600 am Anfang, das passt. Da war die Handbremse dran. Ist gelöst. Wieso hüpfen die so komisch? Naja. Tun wir mal ignorieren. Ist auch gelöst. Perfekt. Södele ist auch weg. Darf dann vermutlich alles wieder zum Hafen runter. Okay, letzter Wagen ist 940. Ja, das passt. Mal kontrollieren. C1L das Ganze. Macht es Sinn? Ich glaube, es macht Sinn, dass wir das da nach hinten rausdrücken und dann wieder reinfahren. Sehe ich ein bisschen mehr. So, der Plan. Bremsen lösen. Okay, vierten Gang anfahren. Mal schauen, ob sie es schafft. Sie schafft's. Okay, wisst ihr was, das geben wir uns mal kurz von außen. Es ist jetzt echt praktisch, dass man die Lok auch von draußen steuern kann. Aber ich glaube, wir bleiben in der Ansicht. Einfach, weil es dann ein bisschen realistischer ist. So. Ja. Warm Gas runter hier. Südele, bremsen bitte.
mal den hier. Sehr gut. Los geht's. Ja, schon ein bisschen grenzwertig, was ich da mit dem Gang mache. Aber sie kann's. Muss ich hier nicht die ganze Zeit umschalten. Sehr gut. Ah, da ist auch schon das Terminal, wo wir dann gleich hin müssen zum Entladen. Ja, ich würde sagen, das reicht. Aber rein die Bremse. Voilà, Tür auf. Dankeschön. Also, diese Maschine lädt, entlädt. Das kann man eigentlich egal sein. Entladen. Das wäre eigentlich nett, wenn das Ganze mit dem Kran hier irgendwie gemacht wird. Okay, entladen abgebrochen. Hä? Abgebrochen und dann... Hä? Ja, okay. So. Was willst du, dass wir jetzt mit dem Zeugs hier anstellen? Entkupple die Folgewagen am Bahnhof im Gleis C2S. Das war's. Okay, ach, wir machen ein bisschen mehr. Aber auf C2S steht ein Wagen. CFF 919. Der ist bei mir gar nicht in der Liste. Ich glaube... Ah, wie machen wir das jetzt am blödsten? Eventuell wäre es schlau, wenn wir hier abkuppeln, mit der Lok hier reinfahren, uns den Wagen holen, wieder rausfahren. An die Formation ankuppeln, alles einmal nach hinten rausdrücken und dann wieder hier reinfahren. Macht das Sinn? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Machen wir das mal so. Einmal zumachen. Ne, beziehungsweise du bleibst mal offen. Da machen wir zu. Damit die hier nicht wegrollen. So, Bremsen gelöst. Dann können wir abdüsen. Perfekt. Das da bitte schön. Ich könnte eigentlich mal probieren, mit der Motorbremsen da hinzufahren. Schauen, ob das geht. Okay, das geht sogar sehr gut.
Und it kracht. Alles andere als ideal. Ja, nee. Das ist nicht sauber. Aber es hat funktioniert. Einmal ran mit dir. Oh, komm her. Bremsleitung. Auf hier und auf hier. Und du bitte einmal lösen. Nice. Perfekt. Du bist gelöst. Passt. Dann einmal an den ganzen Verband wieder ran. Ja, toll, das fängt zum Regnen an. Scheibenwischer. Ich habe irgendwie kein Glück da mit dem Wetter in dem Spiel. Aber bezüglich Wetter, ne? Und nachts und Tag in den Häuschen hat es jetzt ein Bett drin, wo man schlafen kann. Sprich, da kann man die Zeit ein bisschen vorspulen. Das fand ich noch sehr praktisch. So. Einmal so. Und wenn es jetzt geht, ohne Schaden da wieder dran. Doch noch ein bisschen mehr. Ja, es war aber auch ein fester Rums. Aber nicht ganz so fest wie der allererste. Oh, come on. Komm her da. Auf hier. Dankeschön. So, aufmachen. Okay, Handbremse, glaube ich, habe ich ja hier nicht angezogen gehabt. Nee. Silly. Den ganzen Geschmöß da wieder raus. Das kann kurz einen Moment dauern. Ja, ich glaube, das reicht. So, Püsch. Ja, ein bisschen Schmack ist hier. Und das reicht. Gehen wir mal auf die 2 hoch. Funkgerät. Wir brauchen. Moment, welche brauchen wir jetzt? Nicht die hier, ne? Weil wir mussten das auf das Nachbargleis C2S. Ja, die Weiche ist falsch. Bitte auch einmal du. C2S. Passt. Nice. Ah, die Lok macht schon Spaß. Also gerade wenn man auf der Strecke mit der ein bisschen rumfahrt. Das macht Laune. Oha, sorry.
Aber die Gangschaltung ist schon ein bisschen weird, also rein von der Reihenfolge her. Ich bin jetzt einmal hergegangen und habe mir da die Schaltreihenfolge ausgedruckt, wo ich jetzt immer wieder mal mit einem Auge drauf gucke. Ich will sie nicht kaputt machen. Nicht bewusst zumindest. Ja, nee. So, anhalten. Gut, sind wir da hinten auch drin? Ja, wir sind drin, perfekt. Da können wir eigentlich gerade da hinten die Handbremse reinschmeißen. Perfekt. Und wir lösen uns von dem ganzen Spaß hier wieder. So, einmal zumachen, Lift raus. Ja, die kann erstmal laufen. So, da einmal Geld hier abgeben. Also, nee, Auftrag abgeben. 18 Minuten. Ja, das ging schnell. So, runter damit. Nice, 10.000. So, da, Leerzug. Fahr einen Leerzug von Maschinenfabrik und Stadt zur Lebensmittelfabrik und Stadt. FF. Oder was haben wir für IMW? Zwei Abholungen. Lade Bagger in einem Zug und bereite ihn für die Abfahrt vor. Ja, das dauert aber alles irgendwie so lange. Zum Hafen will ich nicht wieder runter. Stahlwerk. Ja, Stahlwerk sind wir halt auch schon gewesen. Oder dann mal kurz nach SM. Ja, doch. Nochmal arrangieren. Hafen und Stadt, Maschinenfabrik und Stadt. Zwei Ablieferungen Lade. Bla bla bla. Und dann abstellen. Warum dauert das 72 Minuten? Er sagt hier, warum dauert das so lange? Na gut, ich glaube, wir fahren mal nach FF. Wir nehmen mal den Leerzug, wenn wir da eh schon gerade dran sind. Was? Ich darf kein Leerzug fahren. Okay, Moment mal, das haben wir gleich. Lass mal Gebühren bitte. 2000! Holy Smokes. Na gut, wir haben es ja. Nice. Lizenzen. Einmal nach unten. Leerzug 20.000. Du musst zuerst gleichzeitige Aufträge 1 haben, um diese Lizenz zu kaufen. Ach nö. Warum denn? 10.000. Dann machen wir das mal. Okay, Versicherung Selbstbehalt ist jetzt auf 4.000 hochgegangen. Das ist schon mal sehr gut. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 22.000. Wie viel Geld kriege ich denn für das? Wo ist denn der? 8.000. Soll ich das wirklich machen oder eher Rangierdienst machen? Ich glaube, ich spiele nochmal ein bisschen safe. Andererseits, was soll bei der Fahrt passieren? Ja, gut, was soll's. Schon mal auf Risiko. Lizenzen. Gleichzeitige Aufträge, Zuglänge. Wo war das Leerzug? Ach, da. Da, nimm mein Geld. Yes, okay, volles. Nein, scheiße, wo ist der Auftrag hin? Ach, da. So, ist jetzt happy. Yes, okay. Also, C2S. Lebensmittelfabrik und Start. D3S. Das Einzige, was wir jetzt haben. Okay, der Lichtkegel. Was da? Hä? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen.
Kontrollieren wir die Wagen. Ja, also wir haben da 919. Der gehört hier nicht zu uns. Für 600. 694. Gehen wir mal ganz nach hinten. 49. Okay, der erste Marco ist weg. Soll ich schon mal die Handbremse hier lösen? Ah, das kann eigentlich offen bleiben. Hier gehen wir mal zu. Okay, liebe Leute, ich glaube, das mache ich mal schnell außerhalb von der Aufnahme. Ich werde den Wagen mal schnell wegziehen. Da aufs Nachbargleis. Oder dahin. Irgendwohin halt. Und kuppel wieder Lok hier wieder an. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder. Ich habe den Wagen hier mal abgestellt. Wir sind hier wieder dran und wir sind abfahrbereit. Bei bestem Wetter. Oh, das wird eine Spaßfahrt werden. Gut, also eben. Wir müssen noch D3S bei FF. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal hier runter, dann rechts, rechts, durch. Ja, nehmen wir geradeaus und dann ist es eh schon FF. Und wenn wir dann hier aus dem Südwesten ankommen, müssen wir hier einmal ganz nach unten. Da nach D. Und da schauen wir dann, was dann unser eigentliches Gleis ist. So. Möchtest du bitte lösen? Ach so. Das war die Lokbremse, was ich da noch angezogen hatte. Ja, dann, starten mal. Ah, halt. Fahrtrichtungswender. Ja. Vielleicht gehen wir doch mal die Schaltsequenz durch. Alles klar. Ja, dann. Abfahrt. Es war schon mal zu viel. Erster Gang, zweiter. Dritter Gang. Oh, jetzt der vierte. So, und jetzt von 2-2 geht's auf 3-1. Oh, 3-1 auf 3-2. Ich glaube, wirklich schneller sollte man jetzt eh auch nicht werden. Da kommt eh alles schön mit. Mein Vorteil ist, dass ihr jetzt mein Zug Gott sei Dank leer ist. Komm, ein bisschen mehr Schmackes. Oh, da kann man sogar 50 fahren. Ja dann. Schneller. Wir sind jetzt auf 3-2 und von 3-2 ist es dann 2-3. Okay, 100 wird aber langsamer und es geht berg nach unten. Dann gehen wir in den letzten Gang schon mal. Das wäre dann 3-3. So, Kari, was sagst du? Ah, sind gut on the way. Müssten eigentlich mal schauen, was da in dem Anschluss da ist. Gleich auch da unten. So, 80 und langsamer. Ja, lass ich mal lieber rollen. So.
So, da ist auch noch alles safe. Mal schauen, dass wir unseren Motor hier nicht überdrehen. Mal mit der Motorbremse mal rein. 50. Oh oh. Okay, wir haben 50. Bremsen lösen. Aber bevor 50 hier, dann bleiben wir drin mit der Motorbremse. Oh scheiße, minus 1,9. Es gefällt mir nicht. 50 gleichbleibend. Aber jetzt was, wir gehen mal in die Außenkamera. Ist einfach schön, da mal von draußen mit den Zug anzugucken. Oh, 40. Mit der Motorbremse. Wir werden langsamer. Schalten wir schon mal aus. Sonst quietschen die dann noch vor sich hin. 40, Kreuzung. Ah, das ist dann schon die Stadt. Ah ne, das war doch glaube ich eine Mine, ne? Hier. Bitte sag mal, dass wir... Ja, wir fahren da schön durch. Nice. Ein bisschen umsehen hier. Oh, Dampfloggi. Oh, da hätten wir schon ein paar schwere Züge hier. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Kleine da so einen langen Geladenen schaffen würde. Das wäre dann doch ein bisschen heftig. Aber es wäre schon mal interessant zu sehen, was die maximal kann. Vom Gewicht her, bergauf. Ich meine, vermutlich dann halt nur mit 5 km/h, wenn es jetzt richtig voll beladen ist. Aber sie wird es ziehen. So, wir geben mal Gas. Geht der E-Berg nach oben. Noch Mühe mehr. Alles mitnehmen, was wir irgendwie einen Schwung nutzen können. Sehr gut. Haben wir eigentlich sowas wie eine Belüftung hier? Anlasser, Anlasser, Beleuchtung, Instrumente. Nö, also sowas wie Kühlung haben wir da nicht. Was würde eigentlich passieren, wenn man jetzt hier in die Außenansicht geht? Alles
klar. Das passiert, wenn man im Tunnel nach draußen geht. Aber witzig. So, 80 langsamer werdend. Sagen wir hier 60. So. Also vor allem von der Sitzhöhe würde ich gerne ungefähr die Hälfte von dem haben, was jetzt hier und wo unten ist. Also genauso mittig drin. Dann wäre es ideal. Oh ja, mach mal Fenster auf. Ein schon wegen der Soundkulisse. Oh, ist das schön hier. Das ist aber ganz schön flott hier für 60. 40. Aber dafür dann wieder schneller werdend. Ah, shit. Yeah, wieder 60. Neues, neues, neues. Na gut, gehen wir mal wieder nach draußen. Ja, die Stelle kann ich mir gar nicht mehr so erinnern hier. Bin ich echt schon lange nicht mehr gefahren. Und vorne 50 in die Kurve da rein. So eine Triebwerksbeleuchtung wäre jetzt noch irgendwie geil. Das ist total unnötig. Okay, das ist jetzt aber irgendwie unschön da. Das hätte man sauber machen können. Vor allem nach der Zeit, wo das jetzt schon draußen ist. Wieder 40. Ja, doch, da kann man es aushalten hier. Kann ich eigentlich von dort die Lok aussteuern? Nee. Oh Mann, man sieht uns gar nicht. Wir sind unsichtbar. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen mehr Leistung geben. Also das möchte ich sehen, wenn da jemand 90 in die Kurve da vorne. Hallo. Das ist so sinnlos. Da 90 und dann kommt da hinten schon wieder 70. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ah, schade, dass man den nicht mit Fernsteuerung steuern kann. Dann könnte man echt gut hier drin ein bisschen rumsitzen und die Landschaft genießen. So, gehen wir wieder rein. Oh, machen wir die Scheiben wieder sauber. Achtzig und dann langsamer. Ja, ein bisschen Schmackes.
Was sind wir denn jetzt schon? Naja. Nicht mehr so weit. Gut, wo ist die Tafel? Kurz immer noch 10 runter. Ja, mega entspanntes Stück da hinten. Das merke ich mir. Ohne große Steigungen. Gut, dann könnte man halt wirklich mal so einen Erzzug oder hinten mal darüber ziehen, wenn es sein muss. Ja, jetzt wär's mal ein bisschen zu schnell. 50, oh shit. Aber was ich glaube ich machen werde, ist, ich werde mal auf Nexus Mods oder so schauen, ob es irgendwo eine Karte gibt mit den eingetragenen Geschwindigkeiten. Und werden wir das ausdrucken. Damit das nicht so überraschend kommt. Aber warum haben die da die Sachen nicht sauer gemacht? Dass hier keine Sachen irgendwie ausecken oder so. Das ist einfach nicht schön. 60 und schneller werden. Gut. Ah, sowas. Das ist wirklich nicht schön. Da geben sie sich so viel Mühe. Und dann sieht man so kleine Detailsachen. Alles klar. Mit... Oh, starken Gefälle. Ja, dann bremsen wir mal. Ja, was haben wir hier? Nach wie vor 50. Ja, Endspurt. Ah, da müssen wir nachhelfen. Voll, dass wir hier die Motorbremse zur Unterstützung haben. Was haben wir hier? 80 schon wieder langsamer werden. Ja gut, da lasse ich jetzt rollen. Stelle ich mal vor, hier, ich würde da jetzt irgendwie in echt stehen. Lok kommt vorbei und der Lokführer steht hier oben. Jö, da ist das Idee, wir haben es geschafft. 60. Lass mich rein. Muss da rein. So, nochmal kontrollieren. Wir müssen ganz nach links. E3S. Wir müssen das schon mal parat halten. Gut. Da sind wir gut in der Geschwindigkeit.
70 ohne weiteren Angaben. Naja, doch wieder 60. Bleiben wir in den Bremsen hier drin. Wobei, ich glaube, wir sollten mal stark abbremsen, wenn wir dann gleich in die Weiche reinfahren. Dann machen wir das vielleicht nicht gerade mit 55. Nach links bitte. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Die 3S, das ist das Gleis hier. Und du einmal so. Nice. Das war jetzt überhaupt nicht gefährlich, was ich gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Oh, irgendwann mal die große D6. Irgendwann. Ja, D3S. Nice! Wir sind ohne Unfall angekommen. So. Dann nehmen wir die Handbremse rein. Collision schalten wir mal aus. Passt. Das war's mal für die heutige Geschichte. Einmal hier noch abkuppeln. Das ist mir zu 50. Das war jetzt vielleicht weniger schlau. Da ist offen, noch passt das Ganze. Handbremse. Alles noch 100%. So muss das. Und einmal das Auftragsbuch mitnehmen. Sehr gut. Wo ist die Hütte zum Abgeben? Da ist sie. Südre, ich hätte da mal was für euch. Nice. 30 Minuten statt 56. Geil. Wie viel Geld haben wir jetzt? 14.000. Okay. Ja, geil, 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 geil. Dann hätten wir da mal wieder Geld. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal in der nächsten Episode, wo wir da mal hinfahren werden. Oder ob ich mal zwischendurch nochmal fahre und mir dann schon wieder in die nächste Lokkategorie reingehen. Oder halt Wagenkategorie. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.